Die Kinderschauspielschule, die vor einigen Monaten im Moritzhof eröffnet wurde, ist kürzlich umgezogen. Ihr neues Domizil hat sie im Schlösschen an der Olvenstädter Chaussee. Wir haben beim Tag der offenen Tür einmal zugeschaut. Eigentlich war es ja als Sommerfest gedacht. Und als wir dort mit der Kamera auftauchten, war das Wetter auch noch verträglich. Allerdings kündigte der Wind schon den späteren Dauerregen an. Dabei hatten sich Schauspieler und Schauspielschüler und weitere Protagonisten wie die frisch gekürte Miss Sachsen-Anhalt Olga Metzger oder die Newcomer-Band To Success seit Tagen auf das Fest vorbereitet. Immerhin wollten die Schauspiel-Eleven den vielen Gästen, allen voran natürlich den Eltern, zeigen, was sie in den vergangenen Monaten schon gelernt hatten. Geleitet wird die erste Schauspielschule für Kinder in Magdeburg von Katrin Beierling. Also die Idee hatte ursprünglich jemand anders. Die Schauspielschule Potsdam-Babelsberg wollte eigentlich nach Magdeburg kommen und das hat sich dann nicht ganz so ergeben. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich die Sache dann einfach alleine weitergeführt habe. Ja, und nun sind wir in die Villa gezogen und sind ganz stolz. Wir waren zuerst im Moritzhof und die Villa war einfach so ein Wunschobjekt von mir, so ein Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, das wäre es einfach, das passt, Film, Kunst, da kann man auf der Außenfläche viel drehen und so. Und da haben wir angefragt und es hat einfach gepasst, hat geklappt und nun sind wir drin. Kann das nicht passieren, dass die Kinder sich doch ein bisschen darauf versteifen? Ich gehe jetzt hier zu dieser Schauspielschule und eines Tages komme ich ja dann wohl hoffentlich auch nach Hollywood. Also den Wunsch haben natürlich einige Kinder. Logisch, so wie ganz kleine Prinzessin werden wollen oder Tierärztin, sind den Teenies dann, die möchten gerne Musik machen oder Filmschauspiel oder so, aber... Ich glaube, nein, in Hollywood nicht, nein. Ich glaube, die sind schon ganz schön auf dem Boden und wir holen sie auch immer zurück und das ist kein leichter Job. Und ich glaube, das haben sie schon verstanden. Also. Eine, die den Sprung nach oben schon so ein wenig geschafft hat, ist Lena. Dennoch bringt sie sich auch hier mit ein. Naja, also es ist so, dass ich jetzt zum Beispiel von Anfang an mitgeholfen habe, auch so Sachen auszusuchen, was machen wir und hier auch mithelfe. Ich bin jetzt zum Beispiel bei einem Stück mit dabei. Und es ist wichtig, dass wir auch mitmachen, gerade wenn die Jüngeren spielen, damit die sehen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie Unterstützung haben und dass es uns letztendlich genauso geht wie ihnen. Dabei haben wir natürlich jetzt, ich zum Beispiel, nicht die großen Rollen, sondern eine ganz kleine Nebenrolle, damit wir ihnen eben wirklich zeigen, dass wir ihnen den Platz nicht wegnehmen, sondern dass wir ihnen vermitteln, dass es nichts Schlimmes ist zu Schauspielern und auch wenn man mal den Text vergisst oder sowas, dass das alles passieren kann und dass das uns auch passiert oder passiert ist und dass sie halt einfach lernen und verstehen, dass da nichts dabei ist, dass das sogar den größten Schauspielern passiert und da macht es Spaß auch den Jüngeren zu helfen, auch wenn sie Fragen haben, ja, wie war denn das, wie ist denn das, wie ist denn das mit dem Set an der Kamera und sowas und sich da auch erkundigen, da ist es auch schön, wenn man so helfen kann und denen erzählen kann, wie das einem geht und dass man auch einen Text vergisst oder mal vergisst, wo man hin musste und ja, macht schon Spaß. Lenas Bruder Timo zieht es dagegen mehr auf die Bühne. Ja, ich bin momentan noch Schauspieler in der Ausbildung, bin aber fast fertig, habe jetzt gerade meine Abschlussinszenierung am Laufen und nächste Woche Premiere und im Oktober dann letztendlich meine Prüfung. Was ich hier mache, ich bin hier tatsächlich sogar auch schon Dozent an dieser Schule und habe auch mehrmals schon unterrichtet, so wie die Zeit von der Schule her das auch zuließ. Also es wird auch so sein, also es interessiert mich auch mehr die Bühne, wirklich Theaterschauspieler zu sein. Und das ist ohne Ausbildung dann auch wirklich sehr schwierig, weil man gewisse Techniken lernen muss, auch was die Sprache angeht, um wirklich noch die letzte Reihe da hinten, die Leute noch zu erreichen. Wir sind gerade eine Woche vor der Premiere von unserer Abschlussinszenierung, die wir mit einem sehr großen Mann erarbeiten, namens Frido Solter. Frido Solter ist einer der letzten lebenden Leute, die mit Bertolt Brecht zusammengearbeitet haben. Und das macht das Ganze sehr interessant und sehr witzig, weil ja auch die Regieführung sozusagen, die Inszenierungsart von Bertolt Brecht auch sehr in ihm drinsteckt. Und es ist ein doch schon recht älterer Mann mit 79 Jahre alt, der aber noch sehr, sehr viel Power und viele Ideen hat. Und das ist wirklich etwas, was gerade sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, nächste Woche ist Premiere und dann wird auf die
Prüfung hinzugearbeitet. Timo verfolgt den Weg seiner Schwester genau. Es ist interessant zu verfolgen, gerade weil es auch das ist, was nicht so wirklich mein Ziel ist. Sie ist mehr im Film unterwegs und ich bin mehr im Theater unterwegs. Und es ist interessant sozusagen, beides voneinander gegenseitig kennenlernen können halt. Und das mit Lena ist ja schon echt schon ewig zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie lange sie das jetzt schon macht, aber das ist ja echt der Wahnsinn. Und man wird oft gefragt, bist du neidisch? Und sag mal, die kleine Schwester und so, da bist du auch garantiert, wenn die schon so viel gemacht hat und du im Film ja noch nicht wirklich viel, aber ehrlich gesagt nicht, weil ich ja eigentlich auf die Bühne möchte. Seinem Bruder Hans Laurin dagegen gefällt es bis jetzt beim Film ganz gut. Ja, also das Filmdrehen macht mir sehr viel Spaß. Also ich finde das wirklich cool. Und ich finde das schön, dass man dabei auch ganz oft rumkommt. Also andere Leute trifft, zum Beispiel andere Schauspieler, wo man auch sich mal gesagt hat, oh, den kenne ich, den habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, der ist richtig toll. Und ich finde es auch schön, wenn man so reisen kann, sage ich jetzt mal. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich jetzt ins Ausland gereist bin, finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Ich würde gerne durch eine Dreharbeit mal in ein anderes Land, weil ich finde das wirklich cool, wenn man dann sowas sieht. Und ansonsten macht das Drehen eigentlich Spaß, ich finde das wirklich schön. Sein bisher erfolgreichster Film war 2006 Die Wolke. Also Die Wolke ist so, dass das zwischen der 7. und der 9. Klasse wird das meist im Unterricht geguckt. Deswegen kennt man mich da so in dem Alter. Und ganz oft werde ich von jüngeren Schülern zum Beispiel angesprochen. Ich kenne dich aus Brüderchen und Schwesterchen. Und dann denke ich nach, dieser Film läuft jede Woche. Und inzwischen dürfte mich jeder kennen. Und ich finde das eigentlich auch relativ cool, wenn man denn so darauf angesprochen wird. Mal sehen, wie lange das beim vierten Spross der Bayerlings, Hans Jesse Bela Ben, dauert.